Leute, ich bin Lou und stelle euch heute Williamson von Paddock vor. Wie ihr gesehen habt, geht es heute um Williamson, eine unabhängige Abfüllung von Paddock. Paddock ist auch ein Whisky-Vlogger, hat lange Zeit bei Rewe Feingäste Whisky verkauft, ist jetzt Markenbotschafter bei St. Kilian. Und warum Williamson? Manche begehrten Brennereien möchten nicht, dass unabhängige Abfüllungen aus ihrer Brennerei unter ihrem Namen verkauft werden. Deswegen steht es bei manchen nicht drauf, wie zum Beispiel beim Smokehead, den ich bei euch in diesem Video verkostet habe. Da steht nur drauf, Isla Whisky, da wissen wir nicht genau, aus welcher Brennerei er kommt. Manchmal steht es auch drauf, wie zum Beispiel bei diesem Signatory Vintage, Very Cloudy. Steht drauf, kommt aus der Alpona Herben Distillerie. Williamson, wissen wir, ist definitiv ein Whisky von Isla Südküste. Hier steht jetzt drauf, Distilled at Laphroaig Distillery. Farben machen es auch deutlich. Wir wissen jetzt, der kommt aus der Laphroaig Brennerei. Ist ein Single Malt Scotch Whisky, das heißt dort gebrannt und abgefüllt, lag 7 Jahre in einem Bourbon Hogshead von 2010 bis 2017, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und ist eine natürliche Fassstärke mit 63,8 Umdrehungen. Ja, ist in einem extrem kleinen Batch abgefüllt worden. Ein paar Vlogger haben eine Flasche bekommen. Glückwunsch an alle, die bei der Verlosung eine Flasche bekommen haben. Einige haben ja sogar nachts vor seiner Tür gestanden. Okay, ich bin froh und sehr dankbar, dass ich auf so entspannten Wege eine Flasche erstehen konnte. Und ich will mal schauen, ob sich der ganze Trubel auch gelohnt hat. So, ich mache sie ganz frisch auf, ne? Vorher noch nicht probiert. Laphroaig ist ja so ein bisschen mein Liebling. Deswegen konnte ich da auch nicht widerstehen. Das ist eine Fassstärke, also ich werde mal schauen, ob ich mir den verdünne oder nicht. Ich probiere natürlich erstmal so. Natürliche Farbe. Er ist recht hell. Ja, könnte man... Ja, es ist auf jeden Fall helles Gold. So ein bisschen, so oben am Rand ist er Weizenfarben. Also, ich habe ihn jetzt frisch eingegossen und im Raum schwadert gleich so dieses typische rauchige Aroma durch die Gegend. Ja, also der ist sehr, sehr rauchig, ja. Ich finde, er hat nicht so diesen bissigen. Manchmal hat Laphroaig einen sehr bissig-medizinischen Geruch und zwickt einen so fast in die Nase. Der hier hat schon fast ein bisschen was Würzigeres, salziger, so ein bisschen fleischiger. Also nicht so eklig fleischig, sondern naja, so ein bisschen, ja, so Bacon-mäßig. Dieses typische, leckere. Und da ist so eine ganz leichte, süße, holzige Bourbon-Fass-Note kommt damit. Hat ja auch in einem Bourbon Hogshead gelegen. Zum Thema Fässer, wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, habe ich jetzt letztens erst auf meinem Blog einen Beitrag veröffentlicht. Geht da einfach mal drauf, da könnt ihr euch Sachen zu den verschiedenen Fassgrößen durchlesen und auch wie, was, wo, an welcher Stelle Geschmack abgibt. Ja, also der ist, man hat schon so dieses typisch kräftig rauchige, so leicht,
ja, nicht so ein dunkler, sondern eher so ein heller Rauch ist das, finde ich, bei Lafroig immer. Geht aber weniger in die medizinische Richtung, sondern wirklich, finde ich, mehr in dieses salzige, bisschen Richtung Bacon. Trotzdem dieses Frische mit drin. Also es ist jetzt nicht so ein, wenn ich das in der Farbe wiedergeben müsste, ist zum Beispiel Ardbeg ein bisschen dunkler, wohingegen Lafroig ein bisschen heller ist. Das liegt, glaube ich, an diesem grundlegend etwas medizinischen Touch. Aber der ist hier nicht so stark vertreten wie in manch anderem. Desto länger er jetzt auch im Glas ist, desto mehr verschwindet dieser Rauch. Desto mehr wird er auch frisch, so ein bisschen. Ich würde jetzt nicht Minze oder so sagen, aber es hat was Frisches, leicht Kräutriges an sich. Ja, und es kommt so ein kleines bisschen mehr auch dieses Bourbon-Fass durch. Minimal. Da merkt man, dass das eine Fassstärke ist. Oh Gott. Das war jetzt sehr heftig. Das treibt mir gleich Tränen in die Augen. Also, mein erster Eindruck ist ein bisschen, boah, der ist scharf. Also gerade so im Nachhinein jetzt, wo ich ihn runtergeschickt habe, der brennt richtig wie so, ja, fast so ein bisschen wie Chili. Also das hatte ich auch noch nicht, dass ein Whisky so scharf ist. Ansonsten sehr, sehr intensiv pfeffrig. Bleibt extremst auf der Zunge zurück, dieser Pfeffer. Weniger dieses schwere Rauchige, wirklich sehr, sehr pfeffrig, würzig, fast schon Chili, richtig scharf. Ich probiere es nochmal. Ich habe ihn jetzt ein bisschen runterverdünnt. So als reine Fassstärke, da muss man schon einiges gewohnt sein. Am Anfang ist der voll nett, voll weich, voll holzig. Also nicht so super süß, wie man das jetzt von manchen Whiskys kennt, wo richtig die Honignoten rauskommen. Aber man merkt schon, dieses Holzfass, diese leichte, ich finde Holz und nussig, das ist immer so in eine Richtung gehend. Dann kommt so ganz kurz dieses typisch rauchige, was man so kennt, so als Rauch selbst, und dann wird er sofort scharf. Ich weiß nicht warum, aber der ist total würzig. Also so Pfeffer-Cayenne-mäßig. Ich versuche es jetzt nochmal. Man hat so diese Entwicklung vom Holz, vom Nussigen. Dann wird er so, naja, so als würde man ein Lagerfeuer anzünden. Dann wird es so ein bisschen rauchiger. Und dann wirft er jemand einfach so eine Pfefferdose ins Gesicht. Und dann bleibt er sehr lange, sehr intensiv auf dem Mund, also im Mund zurück. Finde ich super spannend. Schmeckt mir echt gut. Ist aber nichts für alle Tage, würde ich sagen. Also da muss man schon echt auch in der Muße dazu sein. Mir fällt das ganz oft auf, wenn ich irgendeinen super rauchigen oder geschmacklich sehr intensiven Whisky habe. Es gibt Abende, da habe ich einfach keinen Bock darauf. Da will ich was Mildes, was Sanftes, was Entspanntes haben. Man muss sich mental ein bisschen drauf vorbereiten, würde ich sagen. Also jetzt, wo ich so ein bisschen damit gerechnet habe, ging er leichter runter.
brennt jetzt sogar noch so ein bisschen im Rachen nach. Er ist, finde ich, super interessant, super heftig. Also ich hatte bisher den Artback Supernova, den ich so total krass fand. Der hier geht von der Krass-Skala, kommt er da schon sehr nah ran. Finde ich sehr interessant, sehr lecker. Mir fehlt so ein kleines bisschen die Süße. Also, da fehlt so, gut, ich mag das auch, wenn man so diese Extreme in einem Whisky drin hat, wenn es sehr süß und sehr rauchig ist und dann man das Ganze zusammenmischt, das finde ich total toll. Er hier ist jetzt sehr, sehr würzig, sehr intensiv vom Geschmack her, aber trotzdem sehr gut. Ich gebe diesem Whisky, super gute 3 Punkte, weil mir so ein kleines bisschen die Süße zum perfekten Whisky fehlt. Trotzdem bin ich schwer beeindruckt. Danke, dass du diese Abfüllung mit mir geteilt hast. Und um mich zu testen, hat der liebe Pat Hock mir gleich auch noch ein Blind Sample mitgegeben. Ich bin mal gespannt, ob ich das erraten kann, ob ich das jetzt auch danach noch erraten kann. Mit ganz mysteriösem Lösungsumschlag, da ist die Lösung drin. Ich habe noch nicht reingeguckt, obwohl ich hart mit mir gekämpft habe. Ich gieße mir den gleich mal ein und trinke dann erstmal einen Schluck Wasser. Mal schauen, ob ich jetzt noch etwas schmecke. Nach diesem heftigen Ausflug. Dann passiert das immer wieder. So. Was haben wir denn hier? Wir vergleichen das mal. Ja, also farblich ist das hier eher in Richtung Weizen gehend. Der hier. Das Sample ist ein bisschen dunkler, ein bisschen goldener. Ich tue mich mit sowas immer schwer. Oh Gott. Der ist im Vergleich zum Williamson super süß. Der ist so gefühlt gar nicht rauchig. Wo ich mich bei den Space Hidern so gut auskenne. Das war jetzt verallgemeinert. Nicht nur Space Hider sind süß, auch andere Whiskys. Aber ich kenne mich bei den süßen Whiskys nicht aus. Das meinte ich. Oh, wonach riecht der denn? Sehr exotisch, sehr tropisch von der Frucht her. Ich bin super verwirrt. Ananas? Das könnte Ananas sein. Ja, das könnte Ananas sein. Wow. Oh Gott, was hat er mir denn hier gegeben? Von der Farbe her ist es auch fast Ananas. So eine richtig gute, reife Ananas. Nicht so, was wir hier in Deutschland zu kaufen kriegen, was so grün gepflückt wird und dann auf dem Weg hierher reift. Der riecht nach Ananas. Der ist. Im Vergleich dazu ist er super mild. Aber am Anfang, das habe ich noch nicht ganz rausgekriegt, das muss ich nochmal probieren. Da steigt auch sehr sanft, sehr leicht ein. Und dann verliert sich diese, also die Ananas habe ich jetzt auf dem ersten Zug erstmal gar nicht geschmeckt mehr. Und dann wird er aber rauchig. Es scheint also was Rauchiges zu sein. Oh Gott. Ich
so im Nachgang, wenn das Rauchige weg ist, kommt die Ananas nochmal. Der hat was. Oh Gott. Also rauchig würde ich den auf jeden Fall vom Rauch her. Er hat so was Frisches, Kräutriges, aber trotzdem jetzt nicht so. Ich finde, Highland Park hat so einen ganz dezenten Kräutergeschmack in seinem ganz, ganz dezenten Rauch drin. Also ich hatte bisher bei Highland Park noch nie so diesen krassen Torfbums, nenne ich es jetzt mal. Der hier ist wirklich sehr fruchtig. Trotzdem hat er diese leichte Rauchigkeit, die auch so ein bisschen würzig am Anfang ist, aber so ganz minimal bloß. Das macht es übelst schwer, aber ich würde sagen, dass der ist auf jeden Fall älter. Ich habe immer das Gefühl gehabt bisher, wenn ich so den Vergleich gezogen habe, mal zwischen dem 12er und dem 18er Glenfiddich zum Beispiel oder dem 10er und 18er Laphroaig, dann kam immer so, dass der ältere Whisky grundlegend immer noch in diese Richtung schmeckt, aber viel, viel sanfter und dezenter geworden ist. Ja, am Anfang ist er holzig, dann kommt der Rauch, der hat so was Scharfes, leicht minimal bissig, ich weiß nicht, ob es medizinisch ist, aber er hat was Holziges am Anfang, dann ganz zum Schluss kommt diese Ananas, die mich total irritiert. Ich versuche es mal einzuordnen, aufgrund des Rauches würde ich ihn nach Isla setzen. Weil für den Highland Park ist er zu rauchig. Und ich weiß gar nicht. Also ich habe jetzt noch keinen Festland-Isla-Whisky getrunken, der großartig so rauchig war. Außer vielleicht den 128er Wolfburn. Und der hat aber auch in Isla-Fässern gelegen. Wenn ich den Rauch einordnen kann. Er erinnert mich ein bisschen an Laphroaig. Ich hoffe, ich liege nicht total falsch. Okay, ich sage einer Laphroaig und er ist ein bisschen was Älteres. Älter als der 10er auf jeden Fall. Es ist nicht der 10er, es ist nicht der Quarter Cask. Es ist kein Lore, es ist kein Cadiz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kein Cadiz. Was haben die noch? PX Cask. Oh, den habe ich lange nicht mehr getrunken, das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, der hat eine schwerere, rotweinigere Note. Der Select ist es auch nicht. Die sind alle ein bisschen zu. Der 18er kann es eigentlich auch nicht sein. Ich meine, mich können meine Sinne täuschen. Also ist auf jeden Fall kein 7 Jahre alter, das kann ich bestätigen. Der 18er bin ich mir nicht sicher. Aber, weil mir fällt jetzt auch nichts ein, was so in diese Kategorie geht, vom Alter her, bei Laphroaig. Klar, die haben noch ein, was haben die noch? 25 haben die noch, 30, 40, 50? Stell dir das jetzt mal vor, ein 100 Jahre alter Laphroaig, ob das noch schmeckt. Ich gucke jetzt einfach nach. Ich sage, es ist ein Laphroaig. Ein bisschen ein älterer Laphroaig. Er ist älter als. Den 15er habe ich noch nie probiert. Er ist älter als 10 Jahre. Also er ist quasi ein Laphroaig und älter als 10 Jahre. So, und jetzt gucke ich nach. Genauer kriege ich es leider nicht raus, das tut mir leid. Was ist es? Oh.
Na, Froig, 25 Jahre. 2014, Cask Strength Edition. Oloroso Sherry und American Oak. Da kommt die Ananas her. Ich war kurz verwirrt, weil Cask Strength, und der schmeckt im Vergleich zu dieser Cask Strength überhaupt nicht so, aber wenn der 25 Jahre alt ist, sind 45,1 Volumenprozent durchaus gerechtfertigt. Vielen Dank. Ich werde den Rest bewusster trinken. Also ich lag richtig mit Lafroy und 25 Jahre, wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass. Aber ich muss sagen, das habe ich jetzt wieder mal bestätigend festgestellt, die werden vom Geschmack her einfach ein bisschen nicht flacher, das klingt böse, aber so entspannter. Also wenn man es heftig mag und umrumsig, dann eher was Junges. Und desto älter die werden, desto entspannter werden die. Habe ich das Gefühl. Ich überlege gerade. 3,5. 3,5 bis, ja, 3/4. 3,5. Wir sagen 3,5. Weil die Ananas hat mich total verwirrt. Ich bin kein Fan von Ananas, deswegen wahrscheinlich. Aber wow. Also, das war der Williamson von Patrick und am 25 Jahre alter Lafroy. Danke für die Samples. Und wenn ihr auch ganz sicher gehen wollt, dass ihr keinen Whisky mehr verpasst, dann abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut auch unbedingt nochmal auf meinem Blog vorbei. Da habe ich noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slange!